Hallo liebe Freunde, heute mache ich wieder was Besonderes. Ich habe in einer Grillgruppe ein Rezept gefunden, Zwiebelfleisch, und ich habe mir gleich gedacht, das ist eine sehr gute Alternative für Schaschlik zum Beispiel. Das schmeckt so gut. Und das mache ich heute, wie ich das mache. Ihr könnt in meine Videos sehen. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Heute ist wieder also ein wunderbares Wetter. Wieder Gewitter bei uns draußen, wieder es regnet, obwohl ich habe ein gutes Zelt draußen, aber dieses Zelt muss ich zu zweit aufbauen. Ich bin leider also noch allein zu Hause, bevor meine Gäste kommt, und ich habe keine Zeit gehabt, deswegen also mache ich unter meine Markise, und da sieht man, das blitzt jetzt auch so also draußen, aber ich hoffe also, dass alles klappt. Und dieses Rezept also ist sehr, sehr einfach. Und mir gefällt alles, also was einfach ist. Für heutigen Rezept, ich habe also dann Schweinehals, 2 Kilo genommen, dann 5 große Gemüsezwiebel, 3 Esslöffel geräucherte Paprika, 2 Esslöffel schwarzes Pfeffer, 1,5 Esslöffel Salz, ca. 80 ml Öl, pflanzliches Öl, und ca. 100 ml trockenes Rotwein. Sehr einfaches Rezept und mit sehr einfachen Zutaten. Zum Beispiel geräucherte Paprika muss nicht sein. Also das kann man auch als süßes Paprika, also ganz normal nehmen zum Beispiel, oder beliebige Gewürze. Dann habe ich Fleisch, Schweinehals, also ganz einfach, also restliches Fett ein bisschen abgeschnitten. Ich habe ganze Fleisch also dann im Steak geschnitten. Dann habe ich alle Zwiebeln richtig zuerst im Ringe geschnitten und danach extra noch halbiert im Halbringe. Alle Gewürze zusammengemischt. Heutigen Gericht mache ich alles in eine IKEA-Schale. Zuerst alle Steak mit pflanzliches Öl bestrichen. Mit gemischten Kräutern alles also gut verstreut. So, jetzt ziehe ich also dann mein Fleisch raus und lege ich zuerst Zwiebel auf den Boden. Dann mache ich also Steak obendrauf und werde Zwiebel noch obendrauf legen. Sage ich, die ganze Arbeit also bei mir mit Fleisch schneiden, Zwiebel schneiden und alles einpacken und im Kühlschrank reinstellen, hat nur 25 Minuten gebraucht. Dann also muss das lieber über Nacht also im Kühlschrank sein. Mit Zwiebelmarinade, ich habe schon mehrere Gerichte gemacht, ob das Schaschlik, ob Spareribs oder jetzt also Zwiebelfleisch, und alles immer hat sehr, sehr gut geschmeckt. In Zukunft, ich will auch also das mit Lammfleisch ausprobieren, weiß ich nicht, ob hat jemand vielleicht also ausprobiert, schreiben Sie mir bitte im Kommentar. Ich habe auch also ein bisschen Holzchips genommen und ich habe jetzt bei einem Brenner aufgelegt und Brenner also nur auf die Hälfte Hitze hingestellt, dass jetzt auch so ein bisschen Rauch kommt und das Fleisch also nicht nur mit Zwiebelgeschmack bleibt, sondern auch also wird also ein bisschen geräuchert. Ich habe 2 Brenner angeschaltet, eine links, eine rechts, kommt direkt in die Mitte bei indirekter Hitze. Ich habe jetzt extra meinen Grill umgedreht, auf andere Stelle hingestellt, weil also Wind kommt direkt vom Südseite jetzt und wird also direkt ins Grill rein, und bei mir Temperatur auch so also ein bisschen runtergegangen, und deswegen, ich habe jetzt das also auf andere Stelle hingestellt, und jetzt ist bei mir
bei ca. 200 Grad. Temperatur ist trotzdem geblieben. Und nachher, also wenn Holzchips also dann ausgebrannt wird, dann schalte ich aus also und bleibt also so circa, denke ich, also bei 180 Grad. Circa 2 Stunden. Und ich muss immer wieder dann nachschauen, so circa nach einer Stunde, ob wie viel Flüssigkeit noch drin ist. Vielleicht also muss ein bisschen Flüssigkeit noch dazu geben. Jetzt ist circa eine Stunde vorbei. Jetzt kann man reinschauen. Da sieht man, dass der Blueboard. Ich drehe jetzt Fleisch. So ein bisschen, dass der Zwiebel überall also dann auch so gut verteilt wird. So ungefähr. Mache ein bisschen Wasser noch dazu. So, jetzt mache ich zu und noch circa eine Stunde. Jetzt ist genau so ungefähr 2 Stunden 40 vorbei. So wie ich sehe, Flüssigkeit ist fast alles ausgedampft. In dieser Zeit, ich habe Fleisch immer wieder gedreht, so circa im 20-30 Minuten. Nicht, dass da Fleisch also dann oben austrocknet, dass das Fleisch immer in Flüssigkeit noch bleibt. Flüssigkeit ist richtig ausgedampft, also ein bisschen Flüssigkeit, nur ein bisschen muss bleiben. Und jetzt kann ich also dann rausziehen. Da sieht man jetzt, Flüssigkeit ist ganz, ganz wenig geblieben. Und zum Beispiel, also wenn ich jetzt Fleisch drehe, da sieht man also, dass da fast kaum Flüssigkeit geblieben ist. Können Sie mir nicht glauben, aber das riecht so wunderbar. Und nicht nur riecht, sondern sieht jetzt auch also sehr, sehr gut aus. Muss man unbedingt Schürze anziehen, sonst wird ganze Klamotten gekleckert. Dann brauche ich 2 Gabel. Gibt es auch also extra Kralle. Leider habe ich noch nicht, aber ich mache das alles mit 2 Gabel. Zwiebel, ihr habt nicht rausgeholt. Das wird alles jetzt vermischt. Da muss man schauen, also wie das alles aussieht. Das ist aber Wahnsinn. Ich könnte auch also mit Löffel sogar das essen. So, mein Gericht ist jetzt richtig fertig. Das sieht, ihr könnt selber schauen, also wie das aussieht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sage ich also, das kann man auch also mit Löffel also dann essen. So ein Fleisch also kann man auch also im Hamburger, kann man auch also irgendeine unterschiedliche Beilage machen und kann man auch also so ganz einfach mit Löffel essen. Und ich will jetzt also unbedingt also was ein bisschen probieren. Das schmeckt so gut. Ich weiß, also im Video, das sieht komplett anders aus. Aber das schmeckt echt. Ehrlich zu sagen, ich habe schon lange was richtig würzig und richtig lecker ist, schon lange nicht mehr gegessen. Aber das schmeckt wunderbar. Auf jeden Fall also muss man unbedingt ausprobieren. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch und eurer Familie Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal.